Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Eis-Video. Es wird sommerlich und es wird proteinquellenmäßig. Milram Skyr-Eis, Skyr- und Smoothie-Eis in zwei verschiedenen Sorten, Himbeer-Kiwi und Pfirsich-Maracuja, landet jetzt bald im Supermarkt für 3,29 Euro. Und ich bin mir nicht so sicher, was ich davon halten soll. Das hat man mir hier zugeschickt und ja. Ich fand ja einige Sachen gut, so, das ist ja von der Firma DMK, die machen ja wirklich schöne Sachen. Zum Beispiel, die haben das Ehrmann-Proteineis gemacht, das war jetzt nicht ganz so toll, aber die haben zum Beispiel das Capri-Eis gemacht, Capri-Sonne-Eis, das war super. Die hatten die ganz tollen Ahoi-Brause-Eis gemacht, die waren auch gut. Und was hatten sie zuletzt? Das Batida de Coco-Eis und das Trez-Eis, beide auch super. Aber Skyr-Eis, oh sorry ey. Ich sag mal so, da kann der Hersteller natürlich auch nichts für, denn es wird wahrscheinlich von Milram in Auftrag gegeben. Aber was für ein Blödsinn. Und ich hoffe, ich kriege weiterhin Eis zugeschickt oder zumindest, dass man da sagt, hey, möchtest du das nicht testen? Denn ich bin mir nicht so sicher, ob ich das hier sinnvoll finde. Was natürlich nicht dann bedeutet, dass es nicht am Ende lecker ist. Aber was für ein Schwachsinn. Skyr-Eis. Marketing, ne? Ist das Ganze natürlich irgendwo. Ich sag mal so, ich blende das jetzt einfach mal aus, dass Skyr draufsteht und so ein Eis jetzt eine Quelle für Protein sein muss und wenig Fett. Wenig Fett ist bei Eis meistens nicht ganz so geil. Vielleicht kriegen sie es aber hin, dass es lecker ist. Das Ganze ist auch wieder für, ich kann kein Nordisch oder Friesisch, keine Ahnung, für Schmucke, Dernsen-Kerls. Hatten wir auch bei dem Milram Skyr Hüttenkäse, der mehr oder weniger einfach nur ein magerer Hüttenkäse war. Nichtsdestotrotz, ich bin gespannt. 8 Stück sind drin. Es sind also kleine Moppets. Wir gucken da mal zusammen drauf und gucken uns mal die Gains an, die hier drin stecken. Eins muss ich den jedenfalls lassen. Ich finde die Packung extrem ansprechend. Also das ist, sieht einfach richtig cool aus. Also ich weiß, das ist schön. Es ist stimmig und auch hier Himbeer-Kiwi finde ich mal eine interessante Kombination. Pfirsich-Maracuja ist natürlich ein Klassiker, aber Himbeer-Kiwi finde ich auf jeden Fall cool. Frischkäse-Eis, ist Frischkäse, soll an der Stelle hier das Skyr sein. Frischkäse-Eis überzogen mit Pfirsich-Maracuja-Zubereitung und einmal mit der Kiwi-Himbeer-Zubereitung. Entrahmte Milch ist drin, Frischkäse, aka Skyr, aka ja, mehr oder weniger Magerquark, 17% Pfirsich-Püree, 16% Maracuja-Püree, also viel Frucht ist auch drin. Glucose-Sirup, Zucker, Molkenerzeugnis, Dextrose, Zitronensaftkonzentrat, wahrscheinlich zum Ansäuern der Glasur außen, Emulgatoren, Monodiglyceride und so weiter, Stabilisatoren, das kennt man soweit. Das hier ist natürlich sehr, sehr schade. Ich verstehe nicht, was Gelatin in einem Eis soll. Das ist auf jeden Fall ein Downer. Keine Ahnung. Mir fällt jetzt gerade kein Eis ein, wo Gelatine drin ist. Und ich weiß wirklich nicht, warum das drin ist. Finde ich nicht gut, muss ich leider auch ganz ehrlich sagen. Aber wir sind ja hier bei einer Food-Bewertung und nicht bei einer Werbeveranstaltung. Also Gelatine in Eis, sorry, warum? Warum zur Hölle? Verstehe ich nicht. Was stimmt im Sinne von Fettarm und Proteinquelle? Viel Protein ist natürlich nicht drin. Das ist wohlgemerkt die Angabe pro 100 Milliliter. Pro 100 Gramm haben wir dann wieder ein bisschen mehr, weil das wird auch ein bisschen luftig sein. Ich schätze, vielleicht kommen wir so auf 4,5, je nachdem, wie luftig das Eis ist. Ich kann es jetzt nicht ganz beurteilen. Also jetzt nicht so viel natürlich, aber es ist ja eine Proteinquelle. Das ist jetzt genau definiert. Proteinquelle darf man schreiben, wenn so und so viel. Ich weiß es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht genau. Ansonsten Zucker tatsächlich so gut wie gar kein Fett. Also sehr mageres Eis, Sorbet und Gains sind drin. 8 Stück mal 55 Milliliter. Also Gelatine. Liebes DMK-Eisteam. Warum? Bitte erklärt es mir. Ihr habt doch so schöne Sachen gemacht. Warum ist hier Gelatine drin? Ich verstehe das nicht. Bitte erklärt es mir. So, ich muss die anderen mal kurz in Eisfach zurückbringen. Dann schauen wir uns die an. Niedlich sehen sie aus. Ja, außen halt so ein Fruchtsorbet rum. Dann sieht man hier die Kerne von Kiwi. Ist wirklich viel drin. Das ist ein bisschen hier vollgeschmiert. Soll das so huckelig sein oder ist hier irgendwas falsch gelaufen? Hier ist das glatter. Moment, ich muss mal ein anderes holen. Die anderen sind tatsächlich nicht ganz so huckelig, aber irgendwie auch ein bisschen huckelig. Also das ist nicht so glatt hier, ne? Keine Ahnung warum. Vielleicht ist hier bei der Fabrik irgendwas nicht so ganz 100% gelaufen. Muss man auch zeigen. Die anderen sehen aber alle gut aus und sowas kann halt mal passieren. Trotzdem natürlich ein bisschen schade. Okay, ich werde jetzt einfach mal reinbeißen und das probieren. Mhm. Oh. Die Kiwi kommt aber gut durch. Das ist eine schöne Kombination.
Es ist auch sehr dick außen, das Sorbet. Das könnt ihr hier, glaube ich, auch sehen. Innen drin das Eis, das sieht man jetzt ein bisschen an der Struktur. Das bricht tatsächlich, weil das ist wirklich sehr mager. Also cremig ist das jetzt nicht. Es ist so eine Art Wassereis auf Milchbasis, sage ich jetzt mal. Es schmeckt aber tatsächlich erfrischend, säuerlich das Ganze auch, nicht zu süß. Also, ich sage, wenn man so ein Sommereis haben will, dann stelle ich mir das eigentlich ganz, ganz gut dafür vor. Klar, wenn man abends auf die Couch guckt und geht und Netflix schauen will, dann nimmt man sich irgendwie ein Ben & Jerry's oder einen Häagen-Dazs oder so. Aber das ist hier so, wenn es 35 Grad heiß ist, was jetzt bald werden soll, dann ist das hier vielleicht ganz nice. Ich probiere jetzt mal nur das Küreis innen drin. Oh. Das Sorbet außen, das überdeckt den Geschmack ziemlich, muss ich sagen, weil das sehr säuerlich ist und sehr fruchtig, aber das Innere ist tatsächlich auch lecker. Es ist überhaupt nicht cremig, muss man auch sagen, aber es hat einen schönen, frischen, ich weiß nicht, ob quarkig, aber es ist auch nicht so brüchig, wie ich anfangs dachte, das sieht man hier so ein bisschen. Das ist lecker. Hat so ein bisschen was von, ich finde es nicht ganz quarkig, aber es hat irgendwie was von Quark. Also ich finde es wirklich lecker. Schau mal, wie das zweite ist. Das sieht auf jeden Fall cool aus hier mit den Kernen. Das war doch Pfirsich-Maracuja. Ja, mit Maracuja-Kernen. Mag ich sehr gerne pure Maracuja. Die sind nur leider immer so extrem teuer. Also so eine einzelne kleine Maracuja, das sind dann 2 Teelöffel oder so. Die kostet dann irgendwie 50, 60, 70, 80 Cent. Oder eher 80 Cent. Oh ja, sehr geil. Erinnert außen, erinnert an das Batida de Coco, an das rosane, ach nicht an das rosane, rosanes Eis. An das, was eben auch so aussieht, orange so. Auch so ein bisschen an Solero. Sehr, sehr fruchtig auch wieder hier. Ey, super. Doch, also wie gesagt, erwartet hier kein Sahneeis, bekommt ihr nicht. Es ist nicht vollmundig vom Geschmack. Es ist erfrischend, säuerlich, fruchtig und leicht. So kann man es bezeichnen. Das wollen sie irgendwo auch sein. Deswegen kann man sagen, Mission erfüllt. Trotzdem, riesen Minuspunkt für Gelatine. Ich verstehe auch nicht, dann gibt es einfach Käufer, die das alles nicht kaufen. Ich meine, sind jetzt nicht 50% Vegetarier oder Veganer, aber warum? Hätte man doch bestimmt irgendwie weglassen können, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und dieses Marketing mit dem Skyr und Proteinquelle, sorry, lass das doch einfach. Nennt es doch einfach Sommereis oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Aber dann verkauft er sich nicht so gut. Da sitzen Marketing-Experten, die einen Haufen Kohle verdienen. Die werden es wohl wissen. Ich finde es trotzdem albern. Nichtsdestotrotz, die Eis finde ich lecker für das, was sie sein wollen und sein wollen. Und deswegen, ja, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Eure Meinung, bin ich mal gespannt, was ihr zu den Eis sagt. Werdet ihr sie probieren? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten sage ich einen sonnigen Tag euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.